Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Zanu mit der neuen Folge Surviving the Aftermath. In der letzten Folge konnten wir Wurmangriffe hier oben im Norden abwehren. Und wir haben außerdem noch einen zweiten Metallextraktor uns gegönnt. Ist der schon fertig gebaut worden? Na, der ist noch nicht ganz fertig gebaut, aber wir haben ja erstmal den Transformator gebaut. Das ist dann Ganze noch abgesichert mit Wachtürmen. Und hier fehlt es jetzt an Plaste, genau. Und da hatte ich mir noch aufgeschrieben. Müssen für neue Strömlinge sorgen. Dampfsauen haben wir erforscht. Die können wir bauen. Bald können wir auch das Radar bauen. Und wir können auch noch einen Plasteextraktor uns zulegen, weil Plaste ist im Moment gerade relativ rar. Genau, so. Weltkarte. Spezialisten sind einsatzbereit. Er hier hat Benzin geplündert und ein bisschen ein paar Silbermünzen. Das war's dann auch. Sein Kumpel holt ihn hier ab und wir fahren zurück nach Sahadum. Sind ja schon eine ganze Meute. Könnten wir eigentlich schon einen Angriffstrupp zusammenstellen? Naja, es sind zwei Leute. Aber es wäre okay, immer zwei Leute rauszuschicken. Pinkman und Zari zusammen. Was haben wir denn für ein schickes Auto für euch? Oh, müssen alle ganz schön aufgetankt werden. Irgendein Auto mit hoher Langlebigkeit. Nehmen wir das hier. Hohe Reichweite. Perfekt. Pinkman und die gute Zari. Ja, Baumaterial nicht ausreichend, ist uns schon klar, es ist wegen dem Plaster. Speerturm schwer beschädigt, aber wir hatten eigentlich gesagt, dass der repariert werden soll. Ah, der wird repariert, sehr gut. Betonextraktor ist verseucht, das ist schlecht. Dann sollte ihn mal bitte dekontaminieren. Etwas hat mich am Kopf getroffen, was? Medizinzelt könnten wir theoretisch wegreisen. Wir können es ja noch stehen lassen. Aber das wäre eine schöne Stelle, um hier noch eine Werkstatt hinzubauen. Mal schauen. Komponenten haben wir ausreichend da. Dann kümmern wir uns noch ein bisschen um die Stromversorgung. Brauchen wir Teile für die große Windturbine. 35 Teile. Nein. Ich befürchte, da müssen wir zuerst die Werkstatt uns gönnen. Wir werden nicht umhin kommen. Ja, nützt alles nichts. Kostet auch nochmal 100 Plaste, haben wir nicht. Brauchen wir gar nicht in Auftrag geben. Ja, dann müssen wir erstmal sparen. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass das alles so viel Plastemüll kostet, was wir jetzt hier gebaut haben, aber anscheinend schon. Wahrscheinlich auch die Wachtürme, oder? Und die Speertürme. Naja. Das unterschätzt man dann, aber zwei, drei Wachtürme sind halt auch, ja, über 100 Plaste. Man denkt immer, ach, man hat hier 400, 500 oder 300, 400 Plaste. Und dann ist das im Handumdrehen weg. Weggeschmolzen. Geschwindigkeit nehmen wir hoch.
Fahrzeug wurde wieder aufgemotzt. Jetzt wird's gebaut. Da werden wir dann über 100 im Minus sein. Auto ist repariert, wir könnten die losschicken, aber Pinkman muss noch ein bisschen HP generieren. Deshalb warten wir erstmal noch. Und wir können uns einen neuen Spezialisten anwerben. 9 Damage, Plünder 150. Ja, kommt, wir nehmen den. Und machen den dann wieder zu einem Ingenieurlager. Das klingt auch komisch, aber ist halt so, ne? 50 Plaster haben wir im Moment nicht. Wir müssen Prioritäten setzen. Wir müssen das auch noch upgraden. Den Metallextraktor. Radar kann man auch bald bauen. Also im Moment läuft es mit der Forschung richtig, richtig gut, aber die Ressourcen fehlen halt. Gerade hier diese Teile. Metallextraktor ist fertig. 150 Metall, 180 Beton und 40 Elektronikteile. Haben wir das überhaupt? Ja, haben wir. Also wir könnten es upgraden. Aber wir können das auch erstmal dabei belassen, weil wir haben genügend Leute. Wir lassen das erstmal und werden uns jetzt hier um die anderen Sachen kümmern, um die Werkstatt. Und das werden wir wieder umstellen auf seltene Metalle. Wobei im Moment können wir es laufen lassen. Wir haben genügend seltene Metalle. Ihr seht das. 168. Lass mal beides so laufen. Ja. Dann müssen wir uns um diese Katastrophenprognose kümmern. Vorgelesen hatte ich es euch, glaube ich. Ja. Können wir das Radar jetzt bauen? Die Festung wäre nicht schlecht. Dampfkabine wäre auch angebracht, aber ihr wisst schon, was ich sagen will. Kostet alles zu viel Ressourcen im Moment. Haben wir irgendwas Preiswertes? Oder wo wir wieder keine Ressourcen brauchen? Axialströmung. Na, hier könnten wir auch ein bisschen weiter vorangehen. Das hat wieder was mit der Zufriedenheit der Leute zu tun. Bewegte Bilder, ein Kino oder eine Bibliothek. Das bringt 70 Zufriedenheit und das bringt auch 70 Zufriedenheit. Das kostet etwas weniger Strom. Die Bibliothek. Wir nehmen das, wissen Sie halt. Texte aus der alten Welt in einer Bibliothek zu erhalten, hat viele gute Gründe. Die Menschen können aus den Büchern etwas über die Vergangenheit lernen oder sich mit schönen Geschichten von der rauen Realität ablenken und verschaffen sich damit Unterhaltung. Machen wir das so. Magnetbrenner ist verseucht. Dann sollten wir den mal entseuchen. Und hier wollen wir noch eine zweite Werkstatt hinbauen. Ist das Radar? Ach du grüne Neune. 60 Komponenten. 70 Teile. Ja gut. Also es ist wirklich eindeutig. Wir brauchen halt die zweite Werkstatt.
Auch wenn wir halt das Plaster nicht haben. Aber das kommt nach und nach dazu. Bauen wir da hin. Die schöne gepflasterte Straße noch hier verlängern. Sehr gut. Nicht genügend Materialien da, kommt gleich. Ist uns schon klar. Baumaterial nicht ausreichend. Wir wissen's. Alles knapp gerade. Die beiden sind ausgeruht. Wir können die losschicken. Wir hatten ja gesagt, wir wollen den Norden hier erstmal befrieden. Irgendwo müssen wir mal anfangen. Der Rest hat zu tun. Ja. Außer er hier oder sie, die Plati. Eine Frau. Hier müssen wir die Arbeitszone verlegen. Ja. Rings um diesen Weltuntergangspunkt, da könnt ihr das alles noch weiter abholzen. Ich hoffe, der wird dann nicht noch größer, dass wir den Friedhof hier verlegen müssen oder so. Na, mal gucken. Kolonisten könnten einen Muntermacher gebrauchen. Ein Mann könnte die Lösung parat haben. A colonist has an idea. He'd like to make an instrument, citing how music will surely lift the spirits around the colony. Moral durch Melodie. Ein Kolonist kommt mit einem erregten Gesichtsausdruck auf dich zu. Hey Boss, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen, um die Leute hier aufzumuntern. Wenn du mir etwas Material besorgst, kann ich ein Instrument bauen, um die Arbeit mit etwas Musik angenehmer zu gestalten. Ich könnte eine Gitarre bauen oder Trommeln oder sogar eine Kirchenorgel. Bitte, darf ich eine Orgel bauen? Uns fehlt es an Fasern, ja, um Schlagzeug zu bauen. Und uns fehlt es an Plaste, um eine Kirchenorgel zu bauen. Bisschen blöd, aber wir können halt nur sagen, bau eine Gitarre. Es dauert eine Weile, dann kommt der Mann schließlich mit einer Gitarre zurück. Er setzt sich zu einigen Arbeitern und beginnt eine wunderschöne Melodie zu spielen, die an klassischen Jazz erinnert. Die Gesichter der Arbeiter hellen sich sofort auf. 10 Zufriedenheit. Na, ist doch okay. Fasern gehen uns halt aus. Ich glaube, wir werden die 2 Felder hier unten auch noch zu Flachsfeldern jetzt machen. Hier oben haben wir 2x Kartoffeln und 2x Mais. Dann lass uns das hier zu Flachs umfunktionieren. Wasser haben wir auch nicht genügend. Es ist zu wenig, plus 4. Das dauert zu lange, um unsere Reserven aufzufüllen. Wir müssen ein bisschen uns fokussieren hier. Was die Produktion halt angeht. Also die Gebäudeproduktion. Die Werkstatt erstmal und dann schauen wir weiter. Essen läuft bombastisch.
Und das ohne Gewächshäuser, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass man so lange ohne Gewächshäuser durchhält. Also wir sind ja immerhin schon im Tag 133. Nicht von schlechten Eltern. Wintersturm, oha. Erste Schneeflocken, na, ich lese es euch nicht vor, wir kennen es ja mittlerweile zu Genüge. Wollen wir uns mal anschauen, ob wir hier gut genug abgedeckt sind mit allem möglichen Zeug. Hier oben brauchen wir definitiv noch ein Heizgerät. Brauchen keine industriellen, das ist zu groß hier für das kleine Stück. Da reicht ein normaler Heizkörper aus, ja. Hier müssen wir auch noch eine Straße bauen, wie ich halt jedes Mal eine Schotterstraße bauen will. Pflasterstraße. Da werden wir auf jeden Fall ein Problem kriegen mit Strom, weil im Moment sind die ja aus. Wenn wir hier nochmal 10 dazu bekommen, könnt ihr euch vorstellen, was das bewirkt. Sandwurmkadaver wurde aufgebraucht, schön. Den könnt ihr jetzt noch aufbrauchen. Und auf der Weltkarte wollte ich mal nachschauen, ob wir für den Darius noch irgendwo Wissenschaftssachen haben, die er hier dann sich holen kann, plündern kann. Sieht im Moment nicht danach aus. Er ist aber kein besonders guter Kämpfer. Deshalb könnten wir mit ihm versuchen, hier so die Sachen jetzt noch aufzudecken. Machen wir mal. Also ab in die Garage. Wo ist die Garage? Da ist er. Und Darius hinein. Und wir werden auch mal alles abernten. Wintersturm und so, ihr wisst. Die Bibliothek haben wir freigeschaltet.
Dann nehmen wir noch dieses hochverdichte Wohnen. Erschwinglich schon robuste Zweistöcke, wobei, das ist, ihr wisst ja, Ressourcenproblem. Produktionstempo, kalibrierte Drehbänke. Mehr Präzision und Genauigkeit, Maschinen und Produktionsmethoden lassen die Arbeiter mehr funktionsfähige Waffen produzieren, während weniger auf dem Schrotthaufen landen. Ja, kommt, nehmen wir das noch mit rein. Kostet uns keine Ressourcen. Was, obdachlos? Ne, kann ja sein. Wir haben 17 Schutzräume noch frei. Das Wetter wird schon ungemütlicher. Wird nicht mehr lange dauern, dann geht das los hier. Mit dem Wintersturm. Hier halten wir an. Es sind immerhin 12 Energie, die wir da sparen. Auto ist repariert. Dann raus mit dir, Darius. Und nach Norden fahren. Das Gebiet dort erkunden. Lancaster und Gorky. Die beiden können wir jetzt noch in ein Fahrzeug stecken. Nehmen wir das. Neue Quest, verbrannte Erde. There's a thick pillar of smoke on the horizon. Whether it's a wildfire, a distress signal, or something else, checking it out might be for the best. So whatever's causing it doesn't catch the colony by surprise. Eine dicke Rauchsäule erhebt sich plötzlich in den Himmel. Das könnte ein kleiner Brand sein oder aber die Ankündigung einer neuen Katastrophe. Jemand sollte sich das aus der Nähe anschauen, bevor es sich als gefährlich vor die Kolonie entpuppt. Untersuche die Rauchquelle. Schicken wir dann das neue Team los, wo wir jetzt gerade das Auto hier reparieren lassen. Wintersturm steht bevor. Wir machen richtig, richtig fett Minus. 120 Strömlinge. Heizkörper ist gerade just in time fertig geworden. Perfekt. Betonextraktor ausschalten und auch den hier. Den Magnetbrenner. Wir haben hier oben noch gar keinen normalen Heizkörper hingepflanzt. Also keinen, der mit Strom betrieben wird, haben wir irgendwie verpasst. Na gut. Ich bin gespannt, was wir jetzt tagsüber. Also wir werden da auch noch Minus machen wahrscheinlich. Wir machen plus, aber das ist immer noch zu wenig. Das ist die Bibliothek, die wir jetzt hier bauen können. Boah, 200 Metall. Boah, 65 Unterhaltungsressourcen, krass. Großer
großes Solarmodul. Kostet wenigstens keine Teile. Wir bauen mal noch ein großes Solarmodul. Autos repariert, sehr schön. Team erstellen und da hatten wir gesagt, wollen wir doch mal die Quest in Angriff nehmen. Verbrannte Erde. Da ist er. Ein Plünderer hätten wir zur Auswahl und einen Kämpfer. Wir schicken mal den Kämpfer rein. Hallo? There's a thick pillar of smoke on the horizon. Whether it's a wildfire, a distress signal, or something else, checking it out might be. Your command. Roger. Hä? So können wir da nicht hingehen? There's a thick pillar of smoke. Haben wir doch ausfindig gemacht. Die ist hier. Ich kann den nicht reinziehen in die Quest. Ihn auch, ne? Hä? There's a thick pillar of smoke on the horizon. Beendet die aktuelle aktive Quest. Projekt Tomorrow ist aber eine andere Quest. Das hat sonst aber auch immer funktioniert, dass man noch eine zweite andere Quest hatte. Oder blockiert sich das jetzt hier? Ja, behalten wir mal im Auge. Pinkman raus und angreifen. 3 Angriffe. 36. Das überlebt er nie. Muss man aufpassen. Kann sie derweilen das hier erkunden. Die Bewegungspunkte reichen nicht aus. Der Rest hat zu tun. Herziehender Händler. A van approaches the gate, squeaking and creaking under the heavy load inside. Ein einsamer Wagen begibt sich ratternd in Richtung des Tors. Seine Aufhänger ächzt und stöhnt unter der schweren Last. Seid gegrüßt, ihr guten Leute, ruft der Fahrer. Kann ich euch, edle Damen und Herren, an diesem schönsten aller Tage für einen kleinen Tauschhandel interessieren? Könnten Forschungspunkte bekommen gegen Fasern? Wir haben nicht genügend Fasern. Wir könnten Werkzeuge bekommen gegen Fleisch. Aber hier, schaut mal, das kann man gebrauchen. Wir bekommen Teile für 18 Fisch. Das ist ein Schnäppchen, zumal wir immer ordentlich viel Fisch haben. Danke für diesen kommerziellen Austausch von Waren. Ich werde bestimmt bald wieder vorbeikommen, ruft der Händler. Er packt seinen Wagen ein und fährt weg. Konnten wir sehr gut gebrauchen. Kalibrierte Drehbänke haben wir abgeschlossen. 731, wir warten mal noch mit der Forschung. Ja, aber jetzt nach wie vor am Plaste. Das haben wir ganz vergessen. Wir können die ganzen Leute hier von den Feldern abziehen.
Umso mehr Träger haben wir. 31 Träger, krass. Spezialisten sind einsatzbereit, wo denn? Die halt hier, aber das funktioniert nicht. Oder müssen wir hier rein? Ah, warte mal. Ich glaube, ich bin immer in das Falsche reingezogen, oder? Ja. Endlich, verbrannte Erde. Endlich stößt der Spezialist auf den Ursprung der Rauchsäule. Eine brennende Stadt, obwohl die Feuer nicht mehr brennen, steigt immer noch Rauch in den Himmel auf. Der Ort wurde geplündert und verlassen, doch die Übeltäter haben eindeutige Spuren hinterlassen. Folge der Spur. Da hinten. Dann bitte da hoch. Der kämpft. Okay. Was? 29 Ross? Ach so, ja. Weil die Felder halt jetzt brach liegen. Können wir natürlich jetzt gut gebrauchen, das Wasser. Da füllen sich unsere Reserven auf. Spitze. Ein bisschen Blaster noch, Mensch. Das kann nicht so schwer sein hier. Wir können ja vorsichtshalber noch das Portal, sage ich schon, das Hospital aufmachen. Ist immerhin ein Wintersturm, es ist kalt draußen, die Leute haben eine Schniefnase. Kommt zu uns, wir helfen euch. Nee, machen wir doch nicht. Kostet bloß Strom. Mein Fehler, tut mir leid. Ein Feldhospital reicht vollkommen aus. Habt euch nicht so. Gut, Freunde der Nacht. Das war's für diese Folge. Wir sind wieder mitten im Wintersturm und uns fehlt überall an Ressourcen. Plaste fehlt, Teile hat sich ein bisschen entspannt, aber dafür brauchen wir natürlich wieder Komponenten ohne Ende. Forschung können wir auch machen, aber das machen wir am Anfang der nächsten Folge, dass wir uns eine schöne neue Forschung aussuchen. Freunde der Nacht, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir ein Däumchen oben da, schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben gibt es einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren, würde mich heftigst freuen. Und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.